Hallihallo und herzlich willkommen zur Februar-Ausgabe des Mockcasts. Endlich, oder einmal mehr, haben wir es geschafft, im monatlichen Rhythmus eine Episode rauszubringen, und ich hoffe, ihr genießt sie, auch wenn es jetzt eigentlich März ist. Aber trotzdem, heute ist ein äußerst interessantes und kontroverses Thema und wir freuen uns sehr darauf. Und mit mir meine ich meine Wenigkeit und meinen lieben Kollegen Feindl. Hallihallo, liebe Zuhörer. Ja, freut mich, dass ihr wieder dabei seid, und ich wünsche euch einen frohen März und eine schöne Karnevalszeit, auch wenn die jetzt wahrscheinlich vorbei ist, wenn die Folge rauskommt. Ich war nie so ein Karnevalsmensch. Ich auch nicht. Okay, alles klar. Allein sind wir natürlich nicht hier. Wir haben heute auch einen lieben Gast, und zwar den allbekannten Alhüm aus dem Forum. Hallo, einerseits würde ich Alhüm sagen, nicht Alhüm. Aber ist schon okay und freut mich auch wieder dabei zu sein. Das ist super. Du warst ja auch schon mehrmals dabei. Was war eigentlich das letzte Thema, wo du dabei warst? Ich habe absolut keine Ahnung mehr. Ja. Ich auch nicht. Fantasy 14 vielleicht? Kann sein, ja. Ich erinnere mich nicht mehr an die Episode. Ich auch nicht. Ich habe auch den Überblick verloren. Bevor wir jetzt in die News einsteigen, würde es, glaube ich, mal ein paar Leute interessieren, was wir hier so spielen. Ich glaube, da kann unser Gast mal anfangen. Ja, ich spiele eigentlich schon seit Wochen The Legend of Zelda Twilight Princess. Geil. Nicht, weil es so schwer ist, aber ich komme sehr wenig zum Spielen und vielleicht am Wochenende ein, zwei Stunden, und dann braucht das ein bisschen, bis ich vorankomme. Und es gefällt dir? Auf was spielst du das? Auf Wii, und es gefällt mir sehr gut. Ich liebe ja Zelda-Reihe. Also. Nice. Da haben sich zwei gefunden. Wie sieht's bei dir aus, Feine? Ich zocke gerade hauptsächlich Civilization 5 auf dem PC wieder, weil ich spiele schon seit 2 Jahren eigentlich, und jetzt habe ich eine neue Erweiterung mir erholt, und jetzt spiele ich gerade hier als Isabella, die erste von Spanien. Und nebenbei spiele ich immer noch weiter PokerStars. Okay, geile Spiele. Das ist ein richtiges Forum. Und du? Gestern kam das nette Testmuster von Castlevania Lords of Shadow 2 an. Mhm. Und ja, ich habe gestern angefangen, das zu spielen. Ich werde es wahrscheinlich auch die nächsten paar Tage spielen. Das wird aber auch nicht lang dauern, bis ich es durch habe. bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Ich habe gehört, die Kritiken waren nicht so toll. Die Kritiken waren auch wirklich nicht so toll. Ich habe sie mir... Natürlich kommt man nicht drum herum, das zu bemerken, dass sie durchschnittlich waren, weil irgendwie alle AAA-Titel, die bis jetzt erschienen sind, sehr schlecht waren. Also Thief, Castlevania und Lightning Returns. Unserem Chef gefällt's. Aber bis jetzt habe ich ein ziemlich gutes Bild vom Spiel. Also es macht mir bis jetzt echt viel Spaß. Okay. Also mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Ich habe noch so ungefähr 11 Stunden vor mir beim Spiel. Da kann noch viel passieren. Ja, hoffen wir auf das Beste. Ja, okay, hoffen wir, ja. Aber gut, okay, kommen wir zu den News. Der Februar war jetzt auch nicht der newsträchtigste Monat. Vor allem, es kamen nicht sehr viele Spiele raus. Wie gesagt, die 3, die ich genannt habe, waren halt die 3 größten. Und ja, ich glaube, da kannst du mal anfangen, Final. Ja, vor kurzem wurde die News veröffentlicht, dass die Evil Within am 29. August in Deutschland erscheint. Wir beide haben den Titel auf der Gamescom uns anschauen können, und vor allem du warst sehr, sehr überzeugt. Oh ja, ich war sehr begeistert. Das ist wirklich so ein richtig geiles Survival-Horror, oder es sah zumindest so aus. Und die Evil Within wurde produziert von einem bestimmten Herren. Shinji Mikami, der Typ, der sich für die Resident Evil-Reihe bis zum 4. Teil auszeichnet. Mhm. Also für die guten Dinger. Für die guten. Die Fans, die gruseligen Dinger. Ich fand 5 und 6 eigentlich auch ganz gut. Zu einer kleinen Randgruppe. Ja. Obwohl, der 5. hat sich ja, was weiß ich, 6-7 Millionen Mal verkauft. Ja. Naja, Alim, wie sieht's bei dir aus? Interesse an dem Titel? Auf jeden Fall. Ich Resident Evil 1 und 2 toll fand und ich mit den neueren Teilen eher weniger anfangen kann, die sind mir zu actionlastig. Das ist nicht mehr so, Survival Horror, und man schießt sich, also für mich kommt das davor, man schießt sich einfach nur noch durch Zombie-Horden durch. Das war zumindest nicht Resident Evil 1. Ja. Mhm. Darauf freue ich mich auch. Es sah auf jeden Fall richtig. Vor allem das Monster-Design hat mir gut gefallen. Das hat ein bisschen an Silent Hill erinnert. Das war cool. Oh, das ist cool. Mhm. Gut, also auf jeden Fall 29. August, dick im Kalender markiert. Für PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One und PC. Gut, wir hatten gerade angesprochen Lightning Returns. Natürlich hat JP Games auch einen
Test geschrieben, den könnt ihr euch gerne durchlesen, und wir haben uns entschieden, 7 von 10 Punkten bzw. Sternen zu vergeben, also 70%. Das ist eigentlich durchschnittlich. Es ist nicht besonders gut, aber es ist auch nicht besonders schlecht. Entspricht das deinem Eindruck von dem Spiel? Das entspricht genau meinem Eindruck vom Spiel. Also ich habe das Spiel auch durchgespielt und ich hätte auch, wenn ich das Review geschrieben hätte, 7 von 10 vergeben. Und warum vergibst du eine durchschnittliche Werbung? Wertung? Was ich richtig schrecklich finde, ist die Grafik. Jetzt nicht, weil sie qualitativ insgesamt scheiße ist, sondern weil besonders die Mimik und die Charaktere absolut unecht wirken, puppenhaft und unrealistisch und einfach viel schlechter als noch in 13, in Final Fantasy 13. Mhm. Die Charaktere hatten viel mehr Leben, viel mehr Charakter, die hatten mehr mit ihrer Mimik gespielt. Und was aus Lightning geworden ist, finde ich einfach so schrecklich. Das ist voll die Nutzung geworden. Ja, naja, das ist einfach, sie haben alles genommen, was für Lightning stand, und jetzt einfach so ein Charakter. Vor allem, das Geilste ist ja, ich weiß nicht, ob das spoilert, aber wenn nicht, dann haltet euch halt die Ohren zu. Gott hat dir alle Gefühle genommen. Oh Gott. Dass sie keine Gefühle... Hattest du vorher welche? Ja, also sie hat viele, besonders... Ich find's so komisch, ja, gut. Ich finde es so komisch mit Gott, der Gott irgendwie. Gibt es den ja, Gott im... Ja, Buni Wiesel, irgendwie so. Das Ding ist ja, jetzt hat sie keine Gefühle. Sie hat keine Gefühle mehr für irgendwas. Das haben sie gesagt. Aber sie macht das alles, um ihre Schwester zu retten, weil sie sie liebt. Das ist ja aber nicht schuld. Da sind so viele Logiklöcher teilweise. Also ich das... Aber das ist jetzt nicht vom selben Entwicklerstudio wie Final Fantasy 15 Versus, ne? Nein, Gott sei Dank. Es ist dasselbe Studio Square Enix. Aber es sind nicht dieselben Entwickler. Ja, zum Glück. Ich sag's einmal mehr, Motomoro Toriyama und Yoshinori Kitase sollen sie irgendwo... Die sollen so Spiele wie Monster Mon Peace machen, meinetwegen. Aber 15 wird geil. 15, Nomura, Shimomura... Ja. Wird geil. Werden wir sehen. Wir haben die Aufnahme, ja. Ja, die haben wir immer noch. Aber ich muss sagen, also beim PlayStation 4 Launch Event in Japan, waren sie auf der Bühne, also war der Herr Produzent auf der Bühne vom Spiel, und ein paar geklatscht. Haben sich Hoffnungen gemacht. Ja. Aber es war einfach dasselbe wie bei der E3 damals. Ja, freut euch auf das, was kommt, und seid noch ein bisschen geduldig. Was ich nicht verstehe, warum schicken sie den armen Mann immer wieder kilometerweit an irgendwelche Orte, um sich auf Bühnen zu stellen, wo Millionen von Fans sehen, nur damit er etwas sagt, dass sie ihn alle hassen. Hm. Ich meine, einfach nicht hinschicken. Der arme Mann tat mir voll leid, der ist voll lieb. Irgendwie werde ich das nie verstehen. Aber es geht voran, denn wir haben ein paar News, und zwar handfeste News zu 15 bekommen. Und zwar die englischen Sprachaufnahmen haben begonnen, beziehungsweise zumindest der Casting-Prozess. Wir haben einen ersten Namen bekommen, Katie Townsend. Man kann sich mal ein bisschen was von der anhören. Ich muss sagen, sie hat eine schöne Stimme, kann auch mit verschiedenen Akzenten ein bisschen auftrumpfen, und ich hoffe, sie wird eine größere Rolle in Final Fantasy 15 spielen. Sie ist bis jetzt nur eingetragen für diverse Rollen, also vielleicht auch ein paar Nebencharaktere. Und was meinst du, jetzt wo bekannt ist, dass sie jetzt schon angefangen haben, die Aufnahmen zu machen, heißt das, dass es jetzt schon ziemlich weit in der Entwicklung ist? Also jetzt irgendwie noch... Wir hatten ja auch die News... Final Fantasy 15 ist recht weit, in Anführungszeichen. Nach 8 Jahren recht weit. Das war eine News, und ich denke schon, dass wir ziemlich bald mit handfesteren Informationen rechnen können. Also in 2-3 Jahren. Spätestens Anfang 2015, beziehungsweise erstes, zweites Quartal 2015 mit dem Release rechnen können. Okay, glaube ich nicht, aber... Also die lange Entwicklungszeit ist sowieso schon extrem lächerlich. Was läuft da im Kern schief? Ich werde mit dir, es war einfach nur auf Eis gelegt, weil die 13er Reihe Priorität hatte. Okay. Und weil 14 auch noch redesigned werden musste. Das war auch ein großes Problem, glaube ich. Die haben da viele Ressourcen dafür gebraucht. Ja. Aber es hat sich gelohnt. 14 Realm Reborn ist sau erfolgreich. Ja, und ich finde auch 15 schaut interessant aus für mich. Also die Wartezeit könnte sich lohnen. Das hat Potenzial. Aber mal sehen. Ja, es ist ja mal ein Trailer. Der ist natürlich immer auf geil getrimmt. Ich muss sagen, wir haben auch im neuesten Trailer, glaube ich, so 5 Sekunden neues Material gesehen bekommen. Das haben sie in den letzten Jahr programmiert. Dann haben sie wenigstens irgendwas gemacht. Naja, okay. So. Die PlayStation 4 kommt jetzt insgesamt auf 5,3 Millionen Exemplare, und sogar ohne Japan. Und in Japan wurden jetzt nach dem Release, jetzt kurzem ist sie gelauncht, 300.000 Exemplare verkauft, und das sind stolze Zahlen, ne?
Das sind sehr stolze Zahlen. Vor allem, es waren in Japan über 300.000 Exemplare und das nur am ersten Wochenende, beziehungsweise in der ersten Woche. Und das war nicht, die PS4 war da nicht ausverkauft, es gab da immer noch im Handel welche, das heißt, es hätte noch höher sein können, aber trotzdem, man kann jetzt mit ungefähr 6 Millionen verkauften Exemplaren rechnen. Und das ist seit dem Release eine Hammerzahl. Ja, die Wii hat mehr, ne? Ja, natürlich. Die ist aber auch schon länger drauf. Ich weiß, ja. Ein bisschen länger und sie war auch ein bisschen günstiger. Ja. Hast du eine? Eine was? Eine PlayStation 4. Nein, ich werde sie mir erst zum ersten Japaner-Rollenspiel holen. Ja, ebenso. Das wird wahrscheinlich Final Fantasy 15 sein, weil kein anderes angekündigt ist. Ja. Beziehungsweise Kingdom Hearts 3 ist angekündigt. Uncharted 4, Alter. Bis jetzt wissen wir mehr von 15 als von Uncharted 4. Ja. Aber auf Uncharted könnte ich warten, das wäre jetzt auch nicht so. Okay. Ja. Na, gut. Die Wut ist groß. Ja. Bei der nächsten News, jedenfalls bei mir, und zwar, es wurden Collector's Editions für Final Fantasy X, X2 HD Collection und Dragon Guard 3 angekündigt. Und die können sich sogar sehen lassen, da sind schon einige tolle Sachen drin, aber diese Dinge erscheinen nur in Nordamerika, was normalerweise nicht schlimm wäre, wenn man sich importieren kann, aber sie erscheinen nur im Square Enix Shop, der nicht explizit nicht nach Europa importiert. Beziehungsweise exportiert. Das ist absolut schrecklich, ich habe mich so aufgeregt, ich will diese scheiß Dinger unbedingt haben, aber nein, ich verstehe nicht, warum... Du willst die Collector's Edition von Dragon Guard 3 haben? Auf jeden Fall. Okay. Ich verstehe einfach, es gibt keinen Grund, warum Square Enix das machen sollte. Nicht einmal bei Lightning Returns haben sie das auch gemacht, nicht mal da gibt es einen Grund, vor allem, weil sich die Spiele in Europa besser verkaufen als in Amerika. Also ich nehme mal an, der einzige Grund ist Geld. Einerseits glauben sie, dass in Europa nicht so viel Absatz stattfinden wird, dass sich das auszahlt. Und das ist nur im, warte mal, ist das im Shop? Kriegt man da die, ach so, da kriegt man doch eine Verkaufsversion, oder nicht? Wo ja. Was? Dann hätten sie eigentlich in Nordamerika auch das in den ganzen Elektrohandel als ja, genau, ja. Geben können. Weil ich war jetzt kurz der Ansicht, dass das als Download ist, aber nein, das muss doch eigentlich als Collector's Edition, ja. Ja, okay, das ergibt keinen Sinn irgendwie. Vor allem in Europa... Ja. Square Enix beteuert immer und immer wieder, dass besonders in Deutschland die Verkaufszahlen sehr hoch sind von der Final Fantasy-Reihe. Und ja, aber Deutschland sind 80 Millionen Leute von, ich weiß nicht, wie viele in Europa leben. Das ist doch nur ein kleiner Teil von Gesamteuropa. Und sie können ja nicht nur in Deutschland das rausbringen, sie müssen es dann schon in ganz Europa rausbringen. Soweit ich weiß, sind die Verkaufszahlen für die 13er-Reihe in Europa höher als in Nordamerika. Was? Wirklich? Also ich meine insgesamt Zahlen oder Prozent? Ich glaube insgesamt Zahlen. Hm. Weil wenn das tatsächlich der Fall wäre, dann trotzdem, ich verstehe es einfach nicht. Vor allem bei den letzten Malen hatten nur wir eine Limited bzw. Collector's Edition. Amerikaner hatten gar nichts. Mhm. Und deshalb verstehe ich einfach nicht, warum wir dieses Mal eiskalt leer ausgehen. Ja, dann müssen wir mal das Phoenix anschreiben. Irgendein Marketing... Ja, nee, viele Leute haben Square Enix angeschrieben. Und gab es irgendeine Antwort? Nein, keine Antwort. Darauf gab es keine Antwort. JP Games muss das machen. Wir kriegen eine Antwort. Ja. Ich glaube, es wird keine, die uns zufriedenstellt. Naja, okay. Ja, und die letzte News, da freut sich Final besonders drüber. Mhm. Achso, ja, Persona. Es wurde kurz angekündigt, dass Persona 5 2015 in Nordamerika erscheinen wird und der Jani hat darauf, also Ridea meine ich, hat darauf schießen können, dass es 2015 auch in Europa erscheint? Auf jeden Fall, also ein Sprung von Nordamerika nach Europa ist... Ja. Und selbst wenn, einfach direkt importieren. Ja. Also, und ich nehme an, also ich weiß nicht, ob sie sich mit einer Lokalisierung rumplagen, Persona 5 hat ja nie... Würde ich nicht mehr, also ist mir egal. Mir eigentlich auch. Ja, also Hauptsache es kommt irgendwie hier rüber und Hauptsache es ist ein gutes Spiel. Ich bin sehr gespannt. Aber ich finde es halt doof. 2015 ist schon ein bisschen zu spät irgendwie. Weil du dann deine PlayStation 3 schon weggeschmissen hast und die PlayStation 4... Nicht unbedingt, ich würde sie niemals wegschmeißen, aber ich würde sie zum Beispiel für meinen kleinen Bruder geben oder so ein Zeug. Auf jeden Fall, 15 ist halt so ein Ding, da denkt man schon gar nicht mehr an diese Generation. Ja, aber ich meine, bei Persona 4 war es genauso, da war das ist für die Zeit, ich glaube, das ist 2008 erschienen. Ja. Und da war die PS3 auch schon seit 2 Jahren draußen. Das ist halt genau dasselbe. Ja, und es hat trotzdem haben es alle getoppt. Also ich glaube nicht, dass es jetzt so ein Problem wird. Ich finde es gut, dass sie schon seit vielen Jahren daran arbeiten. Das glaubt weniger. Was meinst du?
Meinst du das? Ich glaube nicht, dass die jetzt seit so vielen Jahren daran arbeiten. Ich würde sagen, seit 2010 oder sowas. Also ich hoffe ja, 2010 ist realistisch, obwohl, ja. Bisschen, nein. Auf jeden Fall, ich hoffe ja auf Persona 5 Golden für die Vita. Das wäre geil. Ja, müssen wir mal gucken. Ne? Ja. Mal schauen. Gut, okay, ja, das waren die wichtigsten News. Und jetzt können wir, glaube ich, zu unserem hochinteressanten Thema, und zwar Zensur in Videospielen. In letzter Zeit kam irgendwie immer und immer wieder mehr in den News zu diesem Thema. Und da dachten wir uns, wir nehmen uns jetzt einfach mal das Thema und besprechen es kurz, weil es noch viele offene Fragen gibt, beziehungsweise viele Leute glauben, ich unter anderem auch, dass die USK einen größeren Einfluss hat, als sie überhaupt hat, beziehungsweise wie die ganzen Systeme, vor allem auch das PEGI-System funktioniert. Und da haben wir uns jetzt mal ein bisschen hingesetzt, ein paar Wikipedia-Artikel gewälzt, wie man das so macht. Und ja, vielleicht sollten wir erstmal klären, wie es dazu kommt, dass ein Spiel indiziert wird. Das hier beziehungsweise erstmal wie der Prozess erstmal abläuft. Ja, genau, wie es abläuft. Ja. Es fängt ja alles an mit dem Spiel, das die Entwickler herstellen. Ja. Das wollen sie dann in Deutschland verkaufen, beziehungsweise vertreiben und Werbung dafür machen. Das müssen sie dann der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle vorlegen. Dort wird es von sogenannten Sichtern gespielt. Wenn ihr irgendwas habt, das nicht richtig ist, dann müsst ihr sagen, ne? Ja, ja. Okay, es wird von Sichtern gespielt mit Komplettlösungen und Hilfe vom Entwickler. Und dann gibt es Präsentationen für ein besonderes Gremium, das aus Pädagogen und Sozialwissenschaftlern, irgendwie so Leuten besteht, die eigentlich nichts Genaueres mit Videospielen zu tun haben. Dort gibt es dann eine Präsentation mit besonderem Fokus auf Gewalt und irgendwelche jugendgefährdenden Inhalte. Und dann wird entschieden von diesem Gremium unter anderem auch, welche Altersfreigabe der Titel bekommt. Wenn er keine Altersfreigabe bekommt, wird es an das Bundesprüfungsamt für jugendgefährliche Medien oder so weitergeleitet. Und dort wird dann entschieden, dort wird dann gesagt, es wird zensiert und darf nicht in Deutschland vertrieben werden, beziehungsweise es darf keine Werbung für gemacht werden. Ja, aber jetzt an dieser Stelle ist wichtig, dass das Spiel dann trotzdem noch erworben werden kann, also darf. Das heißt, es ist überhaupt nicht illegal, es irgendwie zu kaufen oder zu spielen. Aber es ist halt, man kann's halt nicht so, dass die dass jemand einen Antrag stellen muss bei der BPJM, dass das genau, und wenn die USK sich zum Beispiel weigert, eine Altersfreigabe abzugeben, stellen sie den Antrag. Da machen die das automatisch dann gleich. Genau, ja. Okay. In verschiedenen Fällen kann es aber auch zu Anträgen von Dritten kommen. So hat man, ich glaube, das war bei Wolfenstein damals der Fall. Das Spiel kam geschnitten hier raus. Es du meinst, wurde überall das für Super Nintendo? Nein, das ist das Remake für die PS3. Ach so, okay. Es kam geschnitten in Deutschland raus, alle Hakenkreuze wurden entfernt. Bis auf eins. Und dann hat sich irgendwer, oder ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber jemand hat dann dieses eine Hakenkreuz bei der BPJM gemeldet. Und daraufhin wurde es komplett aus dem Handel entfernt und verboten. Obwohl es von der USK eine Freigabe bekommen hatte. Aber ist es nicht so, dass ich dachte, dass Spiele mit USK-Siegel gar nicht mehr indiziert werden können? Oder sie können nicht mehr indiziert werden, solange sie nicht gegen ein Gesetz verstoßen, wahrscheinlich. Eigentlich schon. Das ist aber ein verfassungswidriges Zeichen und deshalb ist verboten. Okay, also wenn jetzt kein Hakenkreuz drin gewesen wäre, hätte man es nicht mehr indizieren können, solange nicht etwas Gesetzwidriges vorkommt. Genau. Also das Hakenkreuz hat man übersehen, oder wie? Ich glaube schon, man hat die Entwickler haben ja, nehmen ja selbst immer die Zensuren vor, beziehungsweise modifizieren das Spiel dann selbst. Und das hat man wahrscheinlich einfach vergessen. Ich sehe auch keinen Sinn darin, warum sie ein einziges einfach aus Protest da drin lassen. Das wird für mich keinen Sinn machen. Ich glaube, man hat es einfach vergessen. Das ist halt sehr schade, vor allem bei dem Spiel, das wurde halt dann komplett verboten und komplett aus dem Handel gezogen. Aber du kannst es noch erwerben. Man kann es noch erwerben, aber der Zoll hat die Befugnis, das Ding dann wieder einzuziehen. Krass. Aber ich glaube, du kannst es bei Amazon UK bestellen, also ich habe das kein Problem. Genau. Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch kein Problem. Ja, findest du es jetzt sinnig, Hakenkreuze aus dem Spiel zu entfernen? Ich muss sagen, dort verstehe ich das mehr als bei den anderen Sachen, obwohl ich eigentlich gegen jegliche Zensur bin. Ich verstehe, es ist verfassungsfeindlich, das ist kein Zeichen mehr, was hier gezeigt werden sollte, öffentlich. Und trotzdem finde ich es seltsam, dass in Filmen zum Beispiel Hakenkreuze gezeigt werden. Das liegt daran, dass Filme offiziell Kunst,
Kunstwerke sind. Eigentlich hat, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren die Regierung entschieden, dass Videospiele auch zum Kulturgut erklärt werden. Mhm. Ja, könnte man gucken. Eigentlich könnte man jetzt irgendwie eine Petition machen oder sowas. Dass man. Und ich meine, die Spiele, die Hakenkreuze haben, werden eh im besten Fall ab 18 freigegeben. Ja. Aber du willst doch nicht wirklich die Stimme der Petition sein, die Hakenkreuze in Videospielen haben will. Nein, natürlich nicht. Also ich marschiere jetzt nicht Kreuzzug dafür, dass Hakenkreuze in Videospiele reingesetzt werden. Ich finde es irgendwie einfach ein bisschen seltsam. Also ich verstehe das dort am meisten und ich reg mich jetzt auch nicht auf und ich schreibe auch nicht in Foren wütend, oh mein Gott, es ist schlimm, dass Hakenkreuze entfernt wurden. Aber die Schnitte, die dann dazu noch da mitgemacht werden, zum Beispiel, man darf halt nicht mehr Nazis nennen, man hat irgendwelche anderen Clan genannt oder so, und es wirkt sich halt extrem auch auf die Story aus bei manchen Spielen. Mhm. Ja, okay. Trotzdem, was hältst du denn davon, Final? Hakenkreuz im Videospiel? Hakenkreuz im Videospielen, ja, das ist ein schwieriges Thema. Muss nicht sein. Wie bitte? Muss einfach nicht sein, aber. Ja, also ich fände es nicht schlimm, wenn ich irgendwie das Spiel zocke und auf einmal ist ein Hakenkreuz. Das fände ich jetzt nicht irgendwie. Vor allem, man tötet ja Nazis und man spielt ja keinen Nazi da in dem Spiel. Ja, genau. Und, aber natürlich fände ich es. Das würde ja auch irgendwie das Potenzial bieten, dass wenn man ein Hakenkreuz erlaubt, dass man dann irgendwie Nazi spielen könnte in irgendwelchen anderen Spielen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also, ich finde es okay. Vor allem in Deutschland sollte man da schon sehr sensibel sein. Auch wenn es jetzt irgendwie 65 Jahre oder so zurückliegt oder mehr, und keine Ahnung, muss vielleicht doch nicht sein, das mit Hakenkreuzen. Aber es gibt natürlich noch viele andere Fälle. Ich meine, das ist jetzt ein sehr sehr besonderer Fall, aber es gibt ja auch viele Sachen, die noch ganz andere Fragen stellen, wie zum Beispiel hier bei Call of Duty. Da gab es auch bei Call of Duty Modern Warfare 2. Mhm. Da gibt es auch diese Flughafenmission, die kennst du bestimmt, ne? Ja, natürlich, ja, das war überall Nachricht. Ja, genau. Da kann man, man wird eingeschleust zu so einer Terroristenzelle. Und man ist dann auf dem Flughafen und man kann in die Masse schießen. Zumindest in der amerikanischen Version. Mhm. Und es gibt keine Nachteile. Aber in der deutschen Version, wenn du dann in die Masse schießt. Ist das nicht auch der Sinn der Mission? Nee, das ist nicht der Sinn der Mission. Da steht jetzt nicht irgendwie, schieß jetzt in die Masse, sondern. Aber ist das nicht diese Szene, wo am Flughafen ein Terroranschlag? Ja, das ist ja genau, du gehörst dazu. Also man ist undercover bei den Terroristen. Also wäre es eigentlich der Sinn, dass man diesen Terroranschlag mitmacht? Ja, genau. Man kann es machen oder auch nicht, aber das ist halt der Sinn der Mission. Du bist Terrorist, theoretisch, ja. Genau, ja. Aber hier ist jetzt nicht konkret, töte Zivilisten, sondern man kann es einfach tun, und wenn man es in Amerika tut, passiert nichts, aber wenn man es in Europa tut, in der Version, dann ist die Mission zu Ende. Dann hat Game Over, oder was? Ja, steht ja genau, Game Over. Du musst ja, genau, dann hast du verloren, ja. Ach so, okay. Was haltet ihr davon? Ich finde, das war schon ein bisschen extrem, dass man einfach im Flughafen auf eine Meute schießt, einerseits. Ja, aber GTA ist auch extrem. Ich wollte gerade sagen, bei GTA kann man grausame Sachen mit alten Leuten und Leuten, die behindert sind, machen. Also, das, was man da mit Sachen mit den Leuten machen kann, das ist dann, dass man dann sagt bei Call of Duty, ja, man schießt da unschuldige Leute an. Es ist schon merkwürdig. Also, ich habe generell ein Problem, dass manche Spiele ab 18 freigeben werden, was da alles zu sehen ist, und dann manche geschnitten werden und was da alles zu sehen ist, das steht manchmal einfach nicht in Kontext zueinander, beziehungsweise in Relation. Andererseits, das Problem mit dieser Zensur ist ja, dass ohnehin Medien zensiert werden, die nur für Erwachsene gekennzeichnet sind. Genau. Das ist ja das größte Problem an Videospielen. Wenn man 18 soll man eigentlich zocken können, was man will, ne? Das ist eigentlich der Grundgedanke. Eigentlich, ja, aber natürlich kann man das nicht so sagen. Ja, oder wenn jetzt Blut aus Spielen geschnitten wird, das ist ja auch, wenn es ab 18 ist, ich meine. Das ist schon bescheuert. Wenn man jetzt einen Blutfleck sieht oder wenn man auf jemanden schießt und es spritzt Blut, dann wird man ja nicht gleich auf die Straße laufen und Leute abknallen. Und ich würde das jetzt auch gar nicht zensieren, ich würde einfach so eine Option einbauen, Blut ein oder Blut aus, und das müsste dann noch klappen. Das Paradebeispiel ist ja Half-Life 2. Das war Spiel, so grotesk. Das Spiel ist ja eigentlich nicht so. Ich finde es jetzt nicht so gruselig, muss ich sagen. Und, auch nicht. Und in dem Spiel kann man, wenn man in Deutschland auf irgendwelche Gegner schießt, dann spritzt kein rotes Blut, sondern es kommt nur so graues Blut raus, richtig? Ja, das Blut wurde grau gemacht, genau. Ich finde das richtig bescheuert, weil
Ich meine, wenn man 18 ist und das Spiel spielt, dann, wow, wenn man auf jemanden schießt, dann kommt rotes Blut. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Also, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich meine, der erste Teil ist, ja? Weißt du, das Half-Life ist ein schönes Beispiel, das du ja genannt hast. Vor allem, weil Half-Life 2 und Half-Life Episode 1 ungeschnitten in Deutschland erschienen sind am Anfang. Okay. Seltsamerweise hat man sich erst im Nachhinein dazu entschieden, das zu ändern. Wirklich? Wusste ich gar nicht. Das habe ich mir auch vor kurzem erst durchgelesen, bevor wir hier angefangen haben. Mhm. Das hat mich auch sehr gewundert, warum man das gemacht hat. Vor allem Episode 2 war von Anfang an zensiert, aber die anderen beiden nicht. Die anderen beiden hat man dann erst im Nachhinein das Blut vergraut und die Gegner, die man getötet hat, verschwinden. Ja. Sehr komisch. Aber, das war ja doch einfach nur eine Neuauflage. Ich meine, das Spiel wurde ja schon bewertet. Sie haben vielleicht die Grafik verbessert oder so, aber sie haben jetzt keine neuen Inhalte eingebaut dabei. Ja, die also, das passiert auch erst unnötig. Das passiert öfter, dass die USK sich widerspricht. Bei Fallout 3, New Vegas, das Hauptspiel war zensiert. Das ist einer der schlimmsten Zensurfälle, die ich kenne. Weil die ganzen Körperteile, die fallen nicht ab. Also, das ist ein bisschen doof. In der deutschen Version, es gibt auch kein Blut. Und, aber wenn man denn die Game of the Year Edition kauft, ist wieder alles unzensiert. Das ist auch total. Guter Tipp, weil das hat mich bei Fallout 3 auch geärgert, dass die. Ich wusste gar nicht, ich habe ja nur die deutsche Version gekauft, ich wusste gar nicht, dass dieser Körper, dass der Arm weggeschossen werden kann oder so. Und wie ich das dann auf amerikanischen Videos gesehen habe, habe ich mich schon etwas geärgert. Nicht, weil ich unbedingt Leute in Stücke schießen will, sondern weil es einfach witzig aussah. Ja, es sieht echt witzig aus. Es ist so übertrieben, dass es wieder witzig ist. Ja. Es ist doch ab 18. Da verstehe ich nicht, warum man das wegmacht. Das Ding ist dieses Ding, wo du gerade gesagt hast mit der Game of the Edition, dass die dann ungeschnitten war. Ja. Das lässt natürlich wieder den Schluss nahe, dass Geld hier eine große Rolle spielt. Dass man so versucht, die Leute nochmal zu einem neuen Kauf zu treiben. Ach so. Da gibt es auch keinen Beleg für. Natürlich gibt es keinen, aber es legt die Idee nahe. Aber die Firmen, die zensieren doch ihre Spiele, dass sie dann geringere Alterseinstufung kriegen oder dass es nicht zensiert wird. Wenn sie dann plötzlich in der Game of the Year Edition wieder alles reintun, dann müssen sie doch damit rechnen, dass das auch durchgeht. Wieso haben sie es dann in erster Linie zensiert, wenn sie später rechnen, dass das durchgeht? Ich glaube, die Spiele werden erst zensiert, also werden vielleicht oft erst zensiert, wenn die abgelegt werden, oder? Ich glaube, im Vorhinein eventuell schon. Ich weiß nicht, ob man Einspruch machen kann. Danach, also man kann nach der Einschätzung schon, also man bekommt eine Einschätzung von der USK. Und dann kann man noch Schnitte machen. Mhm. Das war das mit dem Monster One Piece, dazu kommen wir später. Das Problem ist, also viele Hersteller entscheiden sich natürlich schon im Vorfeld, okay, das zensieren wir irgendwie, damit es in Deutschland überhaupt erscheint, beziehungsweise zu einem geringeren Alter. Aber viele warten auch erstmal die Entscheidung der USK ab. Und wenn sie sagen, okay, es darf erscheinen, dann bringen sie es einfach so auf den Markt. Und wenn es sagt, halt, es wird indiziert, beziehungsweise das nehmen wir so nicht an, dann wird halt geschnitten. Mhm. Aber bei dir nochmal zurück zu deinem Ding bei Fallout 3, Alhüm. Ja. Ich habe ja gesagt, also Geld könnte da eine Rolle spielen. Ich kann mir jetzt vorstellen, die Entwickler haben Fallout 3 einfach so, wie es war, der USK vorgelegt. Und sie haben gesagt, okay, ab 18. Und dann haben sich die Entwickler entschieden, okay, wir schneiden, wir zensieren das jetzt alles und bei der Game of the Year Edition packen wir alles wieder rein. Damit die Leute dann auch die Game of the Year Edition kaufen. Mhm. Aber ich sehe gerade auf meinem Fallout 3, dass keine Jugendfreigabe draufsteht. Also, das ist ja, genau, ein altes USK-Zeichen aus, aber das hat sowieso keine Jugendfreigabe. Zensiert sich dann auch keine Jugendfreigabe. Also es ist schon merkwürdig manchmal, was die USK so macht. Mhm. Findest du jetzt insgesamt die USK notwendig? Sie ist auf jeden Fall notwendig. Klar, man muss Spiele kennzeichnen, man muss sagen, das Spiel ist ab 12 geeignet, das Spiel ist ab 18 geeignet. Okay, es gibt viele Leute, die meisten, die nicht darauf achten, Eltern, die ihren Kindern alle Spiele kaufen. Ja, und aber trotzdem, finde ich, ist es notwendig, auf Eltern oder die Leute darauf hinzuweisen, was in dem Spiel gezeigt wird. Deshalb finde ich die PEGI eigentlich viel besser. Und Alhüm hat sich das ein bisschen durchgelesen. Kannst du erklären, was der Unterschied zur USK und der PEGI ist? Ja, ich komme ja aus Österreich, einem PEGI-Land. Und einerseits sind die Markierungen, darauf sprichst du, glaube ich, an, die Markierungen auf der Verpackung sind viel detaillierter, was alles in dem Spiel enthalten ist, so wie Gewalt, Diskriminierung, Sexual Content oder so.
Und ein großer Unterschied von PEGI und USK ist eigentlich auch, dass die Publisher sozusagen einen Fragebogen ausfüllen. Da kommt das und das in dem Spiel vor. Und die schicken das dann an diese PEGI-Prüfstelle. Und die gucken sich an, was kommt jetzt alles in dem Spiel vor und geben basierend auf den Fragebogen Antworten, geben die dann das Siegel aus. Das heißt, die spielen das nicht richtig, die testen das nicht richtig, so wie ich das gelesen habe. Das ist mehr so eine Vertrauenssache. Und interessanterweise habe ich auch gelesen, dass es keinen einzigen Fall gab, wo plötzlich nachher jemand gemerkt hat, oh, die haben total geschummelt, um da Ja, jetzt also ich glaube durchzukommen nicht. damit. Ich glaube nicht, dass das Spiel nicht überhaupt nicht gespielt wird. Das Niederländische Institut für die Klassifizierung audiovisueller Medien kontrolliert dann nochmal danach, glaube ich, und spielt auch teilweise das Spiel, aber ich glaube nicht so ausführlich wie die USK. Und das ist dann die Lesen, glaube letzte ich. Instanz vor Das der muss jetzt stimmen, oder Freigabe. nicht? Bitte? Nee, ich habe nur gemeint, dass ich das im Internet gelesen habe. Da kann Quatsch stehen oder was Richtiges. Also es kann schon Ja, sein, dass sie das nicht spielen oder doch spielen. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann einfach überhaupt nicht gespielt wird oder angeguckt wird, nicht mal. Das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Ich glaube, da wird schon ein bisschen nachgeguckt. Besonders, wenn viele Siegel drauf sind. Vielleicht stichprobenartig, aber nicht Ich das glaube auch, gesamte ja, Spiel dann nur. Stichprobenart, ja. Aber ich finde die Idee eigentlich viel interessanter, dass die Entwickler selbst entscheiden, was auf ihr Spiel kommt, beziehungsweise es. Vor allem, es sind insgesamt 2, 4, 6, 8, 8 Siegel, die drauf kommen können. Gewalt, Sex, Drogen, Angst, Schimpfwörter, Diskriminierung, Glücksspiel und online. Glücksspiel. Ziemlich Ja, viel. also es ist wichtig. Ich finde Viel es für auch Leute, nicht die schlecht. pokersüchtig sind, wie Final. Final? Nee, ich nicht. Da musst du aufpassen. Oh Gott, da ist Glücksspiel in dem Spiel. Nee, aber ich finde das finde ich zum Beispiel dann besser als Zensur, dass man dann wirklich sagt, okay, in Ja. diesem Spiel ist das und das drin und auf diesen Grundlagen sagen wir, dass das Spiel erst ab 16 gespielt werden sollte oder ab 18 und jetzt können Sie selber entscheiden, ob Sie das Spiel kaufen. Ja. Und ich finde auch interessant, dass das ganze System scheinbar funktioniert, weil wenn man jetzt stark schummelt, dann kriegt man einerseits hohe Bußgelder nachher, habe ich gelesen, und andererseits hat man natürlich auch einen Imageschaden. Wenn jetzt Grand Theft Auto San Andreas ab 10 ist oder so, mit gesamtem Blut drin, das wird man schon mitkriegen, da wird es dann einen Aufschrei geben in den Medien. Und Ich das, weiß, was in Deutschland. das ist zensiert in Deutschland, ja, aber in Österreich war das 18 plus. Also ich finde es, was ich finde es halt bedauerlich, dass PEGI funktioniert weltweit und das ist wirklich nur, also auch in Israel, will ich mal nur gesagt haben. Nur in Deutschland haben wir die USK, nur in Deutschland allein haben wir ein anderes System als weltweit. Was öfters kritisiert wird als das weltweite System. Ich meine, es muss doch irgendwie in den Sinn kommen, dass Deutschland sich vielleicht öffnen sollte ein bisschen und dass auch das PEGI-System übernehmen sollte. Ich meine, es gehen nicht viele, ich glaube nicht, dass viele Arbeitsplätze dadurch verloren gehen, weil das sind ja viele freiberufliche Leute, beziehungsweise Leute, die woanders in anderen Bereichen tätig sind und die dann die Spiele testen und beziehungsweise sowas machen. Irgendwie finde ich das echt seltsam. Ich glaube, es war halt auch nur so, man redet ständig von der Novelle des Jugendschutzgesetzes und zwar im Jahr 2003 nach diesem Amoklauf. Widden? Nee, das war nicht Widden, das war Was war da für ein Leipzig. Amoklauf? Leipzig, oder? Leipzig, Erfurt, ich weiß nicht mehr so Erfurt, genau. Erfurt, es war Erfurt, ja, Erfurt. Erfurt. Auf jeden Fall, danach hat man hat dann Videospiele dafür verantwortlich gemacht. Und Ja. dann hat sich das komplett verändert, haben sich auch die Siegel verändert, die USK-Siegel und alles. Und ich finde, das ist immer noch eine Unverschämtheit, einfach einen Sündenbock zu wählen. Vor allem, wenn ich mir jetzt im Fernsehen Das ist echt Nachmittagsprogramm bescheuert. angucke, Ja. was da alles gezeigt wird und dass hier dann einfach Spiele teilweise zensiert werden, das ist einfach unvorstellbar. Ja. Irgendwie Das wird das ist ja nicht. teilweise schon in Kindercartoons, das, ich weiß nicht, Tom bei und Jerry. Roadrunner oder so, was dem Kojoten passiert. Dass er Das in ist eigentlich Teile schon gehackt ziemlich wurde. brutal. Es ist zwar lustig umgesetzt, aber der fliegt so oft von Klippen. Das ist eigentlich schon ziemlich Ja. brutal.
Also ich sehe es auch so, dass irgendwie, ich glaube nicht, dass Videospiele in irgendeinem Fall Auslöser für solche Amokläufe sind oder irgendwas in der Art. Das liegt immer an der Erziehung. Das soziale Umfeld. Genau, dass irgendwas schief läuft. Also auf jeden Fall, also allein zu sagen, Videospiele sind dafür verantwortlich. Ich meine, es gibt lustige Bilder auf 9gag, vor allem eins ist mir im Sinn geblieben, über Videospiele. Wenn man Cooking Mama spielt, kann man nicht kochen. Was? Wenn man Olympische Winterspiele spielt, dann kann man einfach nicht Skispringen oder so Sachen machen. Wenn man, Hey, was? Also, die zeigen halt Bilder von Spielen und sagen, Cooking Mama macht mich nicht zum Koch. Ach so, okay, verstehe. Das Spiel Olympische Winterspiele macht mich nicht zu einem Olympischen Wintersieger. Ach so, okay, und ja, dann, verstehe. Und GTA, warum sollte mich das zu einem Mörder machen? Naja. Das ist halt irgendwie... Da hat man schon vorher Probleme, die dann durch Bücher oder Bücher wird man nicht lesen, aber Filme Filme nochmal verstärkt werden. Ich meine, man kann es nicht leugnen, dass es vielleicht einen Einfluss auf junge Leute hat, ja, 10, also Elfjährige. Ja, sowas, ich würde das auch denen nie überlassen. Aber wenn ich jetzt einen kleinen Bruder hätte, ich würde jetzt nicht sagen, hier komm, sag mal, GTA 5, macht dir bestimmt Spaß. Genau, also ja, dafür gibt es ja dann auch die Siegel. Genau. Ja. Das habe ich letzte Woche gesehen im Saturn, da wollte jemand Grand Theft Auto 5, glaube ich, kaufen. Ja. Die haben den richtig abgewiesen. Ich glaube, es war ein 18er Siegel drauf, war es 5 oder San Andreas, weiß ich nicht mehr. Ja, also er hat den Ausweis sehen wollen und das war ein Schüler oder so. Da hat gesagt, nö, und hat das Spiel behalten an der Kasse. Ja. Das machen auch wirklich die meisten Verkäufer, das habe ich bis jetzt auch mitbekommen. Ich selbst habe früher auch oft probiert, daran zu kommen. Aber die wollten wirklich immer einen Ausweis. Auch als ich dann über 18 war, hat man Ausweise von mir verlangt. Also bei mir hat es schon geklappt. Ah ja, das kommt so sicherlich auch vor. Ja, aber wir sind hier ja JP Games und wir müssen auch jetzt ein paar japanische Zensuren ansprechen, die vielleicht weniger Impact haben als westliche. Und zwar Bravely Default. Kennt vielleicht viele. Ja. Sehr, sehr beliebtes Spiel bei allen unseren Fans und das wurde zensiert. Man hat es absolut nicht mitbekommen, aber es wurde zensiert und zwar, man hat einigen Charakteren etwas mehr Stoff auf. Das finde ich schon ein bisschen. Warum macht man sowas? Ich meine, es ist doch kein Spiel, das irgendwie. Es ist ein kleines Figürchen. Ich glaube nicht, dass sich jetzt jemand auf einen abwächst. Nein, das ist auch, glaube ich, nicht der Grund. Ich glaube, das wurde auch im Vorfeld gemacht, bevor es der USK vorgelegt wurde von Square Enix, beziehungsweise. Der Publisher macht es, ne? Also was Nintendo. Ja, Nintendo, ja. Natürlich hat Nintendo ein Image und die wollen natürlich auf keinen Fall hohe Wertungen haben von der USK, aber das, wenn man sich mal ansieht, was da zensiert wurde, beziehungsweise wie die Kleidung verändert wurde, dann kann man schon so manchmal den Kopf schütteln, aber... Kopfschütteln, weil es jetzt irgendwie... Das Original war komisch oder die Änderungen sind komisch? Die Änderung war komisch. Ach so, okay. Also... Natürlich ist es absolut egal, weil es keinen großen Unterschied macht, aber dann denkt man sich schon, irgendwas ist da nicht richtig. Ich denke, allein weil allein durch die Änderungen machen jetzt irgendwie, dadurch wird darauf aufmerksam gemacht. Also wenn ich es nicht geändert hätte, ich glaube, niemand hätte irgendwas gesagt, oder? Niemand hätte irgendwas gesagt zu den Charakteren. Es sind kleine, süße Chibi-Charaktere, die kaum was mit Menschen gemein haben und will mir das jetzt nicht so ganz in den Kopf kommen. Ich verstehe es auch nicht. Aber Nintendo ist halt bei solchen Sachen immer ziemlich... Penibel, ja. Kennt ihr das mit Zelda? Mit den Dialogen? Ja. Aus dem Gameboy-Titel? Ja, ein bisschen. Aber ich weiß nicht mehr genau, was da los war. Ja, ich glaube, da war ein sehr sexuell aufgespannter Dialog. Ich glaube, bei Legend of Zelda DX für Gameboy. Da ging es irgendwie um Kondome. Okay. Ja. Kennt ihr es nicht? Nein. Da geht es um Kondome und das haben die einfach rausgeschnitten. Im Original, also in der deutschen Version haben die das irgendwie durch einen ganz anderen Text ersetzt. Das wundert mich auch, dass Kondome in Zelda plötzlich vorkommen, ehrlich gesagt. Die machen, also ich glaube, das war einfach nur so ein Easter Egg für richtig Verrückte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das story-relevant war. Es war nicht story-relevant, nein. Und okay, es ist genau wie in Final Fantasy, wenn man in einen Grabstein geht und dann steht da hier lies Link. Ja. Und so Sachen. Aber irgendwie, also ich würde mich nicht aufregen, wenn das rausgeschnitten werden würde. Also muss sagen, es gibt natürlich Zensuren, bei denen man sich nicht aufregt, aber vielleicht sollte man halt ein bisschen weiter im Umfeld denken, dass Zensur an sich keine gute Sache ist. Besonders nicht bei Videospielen. Mhm. Aha.
Es gibt ja auch die USK, die eben diese Siegel vergibt, und das sollte doch schon ein Schutz sein. Ja, aber irgendwie finden Leute, das reicht nicht. Seltsamerweise. Es sind dann halt die Firmen, die ihren Kundenkreis erweitern wollen, indem sie von 16 auf 12 Einstufungen bekommen. Dann können Das, natürlich auch die 14- oder genau. 13-Jährigen das kaufen. Das macht natürlich Sinn. Also das Ziel vieler Entwickler ist es, eine niedrige Wertung bekommen, damit der Kreis der Käufer größer wird. Andererseits tragen auch viele Entwickler stolz das Siegel ungeschnitten ab 18, wenn es in Deutschland erscheint. Aber dass man darauf stolz sein muss, verstehe ich echt nicht, weil man sollte einfach Spiele nicht schneiden. Das ist, ich sehe das als Kunst. Spiele sind Kunst meines Erachtens nach. Nicht jedes Spiel, Nee, nicht jedes Spiel. aber die meisten sind wirklich Kunst. Es steckt viel kreative Arbeit dahinter. Und man sollte sie nicht schneiden. Also das ist wirklich mein Fazit. Man sollte Spiele nicht zensieren. Ja, also vor allem, ich find's toll, wenn Entwickler dann sagen, okay, wir bringen es einfach gar nicht raus in Deutschland. Zum Beispiel bei Shadow of Mortal Kombat war es so. Das Spiel ist, es lebt, das ist das Markenzeichen der Serie. Das ist so unrealistisch viel Blut drin. Das ist so viel unrealistisch viel Blut drin. Und es ist so makaber, wie die Gegner also getötet werden. Und wenn man das zensiert hätte, das war ja auch bei. Bei ein paar Mortal Kombat hat man das ja gemacht, so, da war der Bildschirm schwarz am Ja, Ende bei den Fatalities. ich finde es gut, dass sie ihn einfach dann nicht rausgebracht haben und die Fans der Serie konnten es dann einfach importieren aus England oder so. Finde ich Wie auch. Es war ich es gemacht habe. bei Ja. Gears of War war das auch der Fall, die erste und zweite. Microsoft selbst hat sich dann zu Wort gemeldet und gesagt, wir finden, es würde die Qualität des Titels schmälern, Zensuren vorzunehmen. Deshalb wird es nicht in Deutschland erscheinen. Ja. Finde ich auch. Das ist gut. Das finde ich absolut richtig so. Ja. Das Problem ist halt, Deutschland ist ein großer Markt für die Entwickler. Wenn sie nicht erscheinen, wenn sie indiziert werden, ist das Problem, darf nicht mal Werbung dafür irgendwo gemacht werden. Man darf sie nicht mal nennen. Zum Beispiel also Videospielmagazine sind immer noch sehr beliebt und die haben meistens so Top 50 oder Top 10 von irgendwelchen Sachen. Und dort dürfen diese Spiele auch nicht erwähnt werden. Dann steht da ein indiziertes Spiel. Im besten Fall. Und das ist, finde ich halt, schade für die Entwickler, aber auch Respekt, dass man dann sagt, wir möchten nicht, dass das geschnitten erscheint, weil es anders von unserer Vorstellung vom Spiel ist. Kommen wir mal zurück zu Monster Mon Peace. Das ist jetzt ein anderes Ding. Das ist ein Spiel, das für die Vita erscheint, Ja. und zwar im Westen. Und im Vorfeld hat man gesagt, wir nehmen, das ist so ein Kartenspiel, da sieht man Karten mit freizügigen Frauen drauf und so. Und da hat man gesagt, man nimmt bestimmte Karten raus aus dem Spiel. Im Vorfeld hat man das gesagt, damit halt das Ding nicht ab 18 wird oder so. Und dann haben sich plötzlich ganz viele Leute zu Wort gemeldet und gesagt, das ist scheiße. Ja. Weil das Ding war, die Entwickler haben das Spiel nicht der USK vorgelegt. Sie haben, beziehungsweise in Europa wird es, glaube ich, ganz geschnitten. Sie haben es nicht vorgelegt. Sie haben vorher schon einfach entschieden, okay, es wird geschnitten, ohne eine Einschätzung einzuholen. Und hier ist dann das Problem, dass man eigentlich mit der Zensur sieht, dass sich irgendwie Entwickler verpflichtet fühlen, sich selbst zu zensieren, damit man irgendwie bessere Verkaufszahlen oder so bekommt. Ich finde das irgendwie echt seltsam. Also Also auf diesen Bildern, also auf den Karten sind so kleine Anime-Girls zu sehen, die ja, irgendwie weniger anhaben. soweit ich weiß, ja. Und das Spiel ist ab 18, oder wie? Nein, 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 sie wollen es verhindern, deshalb haben sie diese Karten rausgenommen. Ach so, okay. Das Ding ist, selbst mit den Karten drin, haben viele argumentiert, wäre es nicht ab 18 freigegeben worden. Weil das Spiel erscheint nur als Download und ab 18 Spiele dürfen nicht als Download angeboten werden im PlayStation Store oder so. Sicher? Nee. Nee, das stimmt doch gar nicht. Du kannst Da GTA war. 5 auch im PSN so runterladen. Ja, ich weiß, aber da war irgendwas mit Adult-Only-Sachen in den Stores Ja, irgendwie. du musst wahrscheinlich deine, irgendwie Also, dein ja, Alter weil man das beschreiben. Alter nicht prüfen kann. Ja. Ja. Aber vielleicht kann man dann nur mit Kreditkarte Also bezahlen, oder? es geht Ja, ja. genau. Aber es ist auf jeden Fall, wollten die das auf jeden Fall verhindern, dass es ab 18 rauskommt. Und deshalb hat man sich halt entschieden, im Vorfeld schon zu zensieren, ohne überhaupt eine Meinung. Ich finde, aber das war ein Fehler von den Entwicklern. Sie hatten sich wirklich die Einschätzung einholen sollen, von dem Prüfdienst. Ja, das ist ein komischer Fall. Ja, Ja. wir hatten ja auch so eine News dazu, dass die Idea Factory, sind glaube ich die Entwickler, Genau, ja.
Zensurreue gezeigt haben. Und in unserer Übersetzung steht auch, wir sind auch gegen jede Form der Zensur. Okay, frage ich mich dann, warum habt ihr es dann gemacht? Wenn sie schon Ja, prinzipiell dagegen sind. wahrscheinlich, weil die hätten nicht erwartet, dass so viele Leute sich dafür interessieren. Ja. Ja. Vor allem haben sich auch andere Entwickler zu Wort gemeldet, nicht nur Fans. Aber jetzt, ich nochmal am Ende, ich finde es echt teilweise unverständlich, wenn ich mir überlege, Gears of War 1 und 2 wurden verboten in Deutschland. Warum erschien dann Gears of War 13 mit einer ab 18 Wertung? Und ungeschnitten. Ja, Es ist. Und dann sehe das ich kann ja für. ein bisschen anders sein. Ich kenne die Spiele jetzt nicht, also das könnte schon Glaub vielleicht mir. so stark verändert haben. Glaub mir, nein. Haben sie nicht? Ja, Das Spiel ist dann. dafür, das Spiel, die Spiele sind dafür bekannt, dass man Waffen, wo Kettensägen dran sind, benutzt, um Leute in zwei zu teilen. Also es ist mir ein. Vor allem, wenn ich auch dann Spiele wie God of War sehe, die ungeschnitten in Deutschland erscheinen. Ja, God of War ist da genauso brutal, mindestens. Stellen sich bei mir einfach viel zu viele Fragen. Es Und ist ein bisschen undurchsichtig, das ärgert die Leute dann, glaube ich. Wenn das zensiert wird und etwas Ähnliches nicht. beziehungsweise manchmal werden Sachen zensiert. Das Problem ist, wir wissen nie, ob die Spiele im Vorfeld zensiert wurden oder ob die USK gesagt hat, es muss zensiert werden, beziehungsweise wir geben euch keine Freigabe. Ich glaube, das ist ein Problem, wenn wir wüssten, dann kann man auch sagen, okay, die Zensur wurde jetzt schon im Vorfeld eingenommen, damit es wahrscheinlicher ist, dass es erscheint, dann würde ich sagen, okay, verstehe ich eher, aber wenn die USK dann bei ein paar Titeln sagt, nee, indizieren wir, und bei anderen, okay, indizieren wir nicht, dann würde ich schon eher hier laut werden. Aber ich finde, es ist einfach ein schweres Thema. Trotzdem bin ich am Ende der Meinung, man sollte Zensur komplett sein lassen, man sollte die USK abschaffen und das PEGI-System in Deutschland einführen. Nein, nee, also es gibt ja echt Spiele, wo man sie, die man wirklich, wirklich zensieren sollte. Ich meine, es gibt ja so Titel wie, keine Ahnung, wie KZ-Manager oder sowas. Das gibt es, das ist KZ-Manager. Ja, kein das Scherz. gibt es, ich Ach, das weiß, aber gibt's das ist wirklich. kein offiziell. Ich glaube nicht, dass das Aber rein ganz theoretisch könnten offiziell solche im Spiele. Laden gekauft Das werden, kann. Aber rein theoretisch könnten kriegst du solche Spiele garantiert auch erscheinen. nicht in Österreich Das würde oder die in PEGI irgendeinem auch niemals PEGI-Land. durchlassen. Ja, aber man braucht ja die USK für solche Fälle. Nein, ich würde die USK abschaffen und die PEGI einfach. Ach so. Ja. Ich meine, PEGI ganz ehrlich. funktioniert auch. Die Deutschen backen halt gerne ihre eigenen Brötchen auch und wollen halt irgendwie. Ja, also ich Ja, finde es okay, weil Deutschland ist schon das ist 80 mein Millionen Problem. Die Einwohner. wollen ihre eigenen Brötchen backen. Ja, Deutschland hat eine sehr hohe Einwohnerzahl und ich finde, macht es schon Sinn, wenn man für 80 Millionen Leute dann eine eigene Aber Währung. der Rest der Welt hat eine höhere Einwohnerzahl. Plus minus, ja. Ja, in Europa ist Ja, das ja die einwohnerstärkste Zahl. aber die PEGI gilt weltweit. Ach so, ich dachte, das Nur wäre nur in Europa. in Deutschland nicht. Ach, stimmt. Das ist echt, also das ist. Nee, es Es stimmt gab. nicht, PEGI ist europäisch. Was hat Amerika? Die haben sowas anderes. Irgendwas mit so. Die haben auch immer M für Mature, T für Teenager und sowas. Das ist eine andere. Aber soweit ich weiß, wird PEGI auch immer gedruckt auf amerikanische. Okay, ich lese auch gerade, dass Europa 739 Millionen Einwohner hat. Also ist Ja, Deutschland noch immer eine Minderheit. dasselbe Prinzip. Ja, Ja, also selbst wahrscheinlich, aber. 650 Millionen haben PEGI und 80 Millionen haben USK. Ja, also es sollte schon Leute zum Denken antreiben. Ja, also ich finde es okay, vor allem in Deutschland ist ja ein Sonderfall. Jetzt auch mit Hakenkreuzen und so, das ist jetzt in anderen Ländern jetzt nicht so, da ist man jetzt nicht so sensibel. Deswegen finde ich das schon in Ordnung, dass man da jetzt eine eigene Naja, da ist man in Instanz hat. Österreich auch sensibel, aber man hat trotzdem PEGI. Wo wir gerade dabei sind bei Hakenkreuzen, South Park. Ja, genau. Habt ihr sicher Ja. alle mitbekommen. Wird geschnitten in Genau. ganz Europa erscheinen und eine Extra-Version in Deutschland wird es geben. Ja. Gut, was genau wurde geschnitten? Rektaluntersuchung, soweit ich weiß, von Randy Genau. Marsh, wenn ich mich nicht irre. Es gibt Hakenkreuze, viele zu sehen. Das ist, weil es Ginger-Nazi-Zombies gibt. Und soweit ich weiß, hat man auch originale Tonspuren von Hitler verwendet. Ja, Alter. gibt's einen Trailer. Ja. Also gerade bei der Hakenkreuz.
Zensur. Ich weiß nicht, ob die richtig wirkt, weil wenn das ein bisschen im Kontext ist und wenn man statt dem Hakenkreuz einfach nur ein normales Kreuz oder einen Kreis reinmacht, das weiß doch sowieso jeder, dass das eigentlich ein Hakenkreuz ist oder sein soll oder damit zu tun hat. Also der Gedanke Was, von Nazis ja. ist ja nicht komplett weg. Man weiß, es sind Nazis und die haben das Zeichen ein bisschen verändert, aber im Kopf hat man schon das Bild von einem Hakenkreuz eigentlich. Ich finde, man sollte das eher so wirklich rauswerfen, wenn es verherrlicht wird. Also insgesamt wurden halt 7 Szenen auch noch geschnitten, die a 20 Sekunden gehen. Also insgesamt 140 Sekunden, 2,5 Minuten Aber wurden geschnitten. Ja. die Charakterklasse Jude ist immer noch drin. Es ist ein Jude ist, glaube ich, Gerücht, noch drin, ja. dass sie zu Paladin umbenannt wird, aber Auf der deutschen soweit ich Seite gibt es weiß, aber Jude. genau, soweit ich weiß, hat man sich dann entschieden, dass man das doch beibehalten will. Ich meine, das wäre auch lächerlich, weil wieso ist Jude jetzt ein böses Wort oder böse Klasse oder was? Vor allem, weil die Juden eh schon im Spiel richtig fertig gemacht werden von Cartman. Ist aber in der Serie auch so und jeder weiß, dass das Ja. Humor ist. Jeder, der das Spiel kauft, weiß, worauf er sich einlässt. Ja, niemand Ja, sagt, dass es ist. irgendwie South Park antisemitisch ist. Nee, also ich darf sogar sagen, dass South Park am wenigsten antisemitisch ist von vielen Sendungen. Ja. Vor allem, weil die machen das da so genial mit der Kritik an Antisemitismus, an Rassismus vor Ja, allen Dingen. ja. Das gefällt mir unglaublich. Deshalb freue ich mich auch sehr aufs Spiel. Ich werde es mir natürlich aus Kanada holen. Mal gucken, also der Entwickler ist leider Obsidian Entertainment. Und die haben es schon geschafft, ordentlich Titel zu verhauen. Die haben ja auch Ubisoft? dieses Alpha Protocol gemacht. Ja. Ja, aber Ubisoft ist dafür Und bekannt, Dungeon dass sie Siege im. 3, wow. Na super. Darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Ja. Aber Ubisoft ist dafür bekannt, dass sie schon im Vorfeld, bevor sie es der USK überhaupt vorlegen, Änderungen an Spielen vornehmen. Das gibt es halt auch schon als Gerücht. Und ich glaube, man hat sich auch entschieden, diese Schnitte bei South Park vorzunehmen, bevor man es der USK vorlegt. Aber das, nee, aber das Ding ist ja, jetzt wurde es jetzt rausgekommen, dass in der europäischen Version, während die zensierten Szenen laufen, dass dann so ein Ersatz kommt, dann, da sieht man so ein Statue, wie Facepalm macht. Und da steht dann so, Was? Faceporn? kennst du das Ja, nicht? Wenn alle. Äh, was wenn man kennst seinen, du wenn man mit seinen. Beseiten? Du kennst KZ-Simulator, du kennst Faceporn? Nicht Nein, Faceporn! Faceporn! Facepalm! P-A-L-L-M. Das ist, Du schlägst wenn man deine sein Hand Gesicht ins in seine Hand Gesicht. legt. Wenn man so, oh mein Gott, macht. Verstehst du? Ah, Faceporn, okay. Ich Boah, Faceporn, Alter. du musst ja dein Englisch halten, glaube ich. Das wollte ich Oder gerade ich muss sagen. besser zu. Also man sieht dann so eine Statue, die so ein Facepalm macht, und dann steht dann so, Europa, ihr seid irgendwie zu Pussy für sowas oder sowas. Vor allem diese Statue ist vor der europäischen Flagge. Ja, Und dann genau. steht da, You lose again, Europe. This scene where you try to disable the force field around Randy, but instead accidentally force. Also die erklären dann, was passiert in der Szene. Ja, und das hat, das, aber das impliziert ja, dass nicht die South Park-Entwickler das entschieden haben. Sondern irgendwie die USK da noch reingesprochen hat. Oder es war der Publisher. Aber ich glaube nicht, dass es Nee, also Trey Seth Parker und und Matt na, Stone auf war. keinen Fall. Die sind die größten Zensurfeinde überhaupt. Ja. Aber Ich da glaube wird nicht, dass die wahrscheinlich der das. Publisher eine Rolle spielen. Ja. Ich finde, warum nimmt man eine Rektaluntersuchung raus? Ich meine, ist Also, man in es Deutschland wird jetzt ja auch eine besonders sensibel bei so Abtreibung. einem Thema? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, es werden auch Abtreibungen rausgenommen. Es gibt ja mehrere. Ja, vor allem. Es ist. Ich, Also, ich verstehe es wirklich auch nicht. ja, vor allem in Als ob Deutschland ist ich man mir, eigentlich als sehr ob ich tolerant und dann. sehr offen für alles. Und ich verstehe nicht, warum man. Homosexuell ist weniger. Wenn man sich mal die Unterschiede ansieht, in Amerika wird sexuelle Szenen ja eher zensiert und in Europa mehr Gewalt. Ja. Das hat man Stimmt. bei. Wo war das? Bei Beyond war das? Beyond Two Oder Souls? bei Heavy Rain? Da hat man. Ja, Da ich gab weiß, es was du eine meinst. Action-Version und eine Sex-Version. Also in Europa kam dann die Version raus, wo man sie duschen sieht. Diese Szene wurde in Amerika geschnitten. Dafür wurde in Europa eine Action-Szene rausgenommen. Warum? Und in Amerika umgekehrt. Irgendwie ist das eine Doppelmoral, dass in Amerika ist halt die Sexualität weniger freizügig, keine Ahnung. Auf jeden Fall guckt man da beim Bewertungssystem mehr auf die nackte Haut, das findet man schlimmer und hier ist es bei der Gewalt eher. Dort kann man viel Blut sehen, hier kann man viel nackte Haut sehen. Es war schon echt seltsam bei dem Spiel, dass man sich dann für eine Version entscheiden musste. Und ich finde, sowas muss einfach wirklich nicht sein. Vor allem mit dieser Doppelmoral, dass man denkt, ja, in diesem Land ist das O und in diesem Land ist das I.
Ich verstehe es einfach nicht, ja, in vielen Fällen. Gut, also vielleicht können wir jetzt irgendwie ein kleines Fazit ziehen. Also ich fange einfach mal kurz an und sage, ich finde, die USK ist trotzdem noch eine sinnvolle Einrichtung, die wir in Deutschland haben. Ich meine, es gibt wirklich auch irgendwie ein paar Fälle, wo man dann doch vielleicht irgendwie zensieren sollte. Zum Beispiel jetzt Hakenkreuze. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt sein muss, dass man jetzt so Hakenkreuz en masse in seinen Spielen hat. Vor allem in Deutschland sollte man da ein bisschen sensibel umgehen. Und deswegen finde ich das an manchen Stellen doch sinnig. Aber wie gesagt, ich bin auch ein großer Feind von so richtiger Zensur, weil zum Beispiel jetzt bei Fallout, dass man irgendwie das Blut rausnimmt, oder wie bei Half-Life. Und da sollte man irgendwie was dran ändern. Dass man entweder sagt, okay, wir arbeiten jetzt daran, dass Leute, die unter 18 sind, wirklich nicht an diese Spiele kommen. Oder wir machen so, dass halt die Spiele gar nicht in Deutschland erscheinen und dass man sie dann irgendwie selber aus dem Ausland importiert, wenn man sie wirklich haben möchte. Ja, okay. Also meine Meinung ist ein bisschen anders. Ja. Ich bin dafür, dass man die USK komplett abschafft und dass man sich dem Rest von Europa anschließt, die nicht böse sind und die nicht blöd sind und die auch wissen, was sie tun. Weil das PEGI-System funktioniert, es ist genauso und es sagt den Eltern sogar mehr, was im Spiel drin ist. Da sind dann die Siegel drauf, da steht, dass Gewalt drin ist oder dass sexuelle Sachen drin sind oder dass Drogen drin sind. Glücksspiel, oh mein Gott. Oder Glücksspiel. Und das finde ich wesentlich besser. Und man, ich weiß nicht, aber es liegt einfach immer noch daran, dass die Eltern den Kindern die Spiele kaufen. Also jedes Kind kann an jedes Spiel kommen, so oder so. Und es liegt bei den Eltern, bei den Erziehungsberechtigten. Nee, ich glaube nicht, dass es so oder so ist. Ich glaube, ich hatte Probleme als irgendwie... Ich habe probiert früher als 12-Jähriger, irgendwelche Ego-Shooter zu zocken, und es hat nicht geklappt. Von meinen Eltern ein Auge auf ja, sowas. Genau, das will ich ja sagen. Also es liegt immer noch in deren Verantwortung zu gucken, was das Kind spielt. Ja. Okay, man kann an das Spiel rankommen, aber man kann es nicht versteckt spielen die ganze Zeit. Und deshalb finde ich, schafft die USK ab, macht das PEGI-System hier, dann werden auch weniger Zensuren in Deutschland vorgenommen. Und ich finde, also man ist erwachsen genug, um mit allem, wenn man über 18 ist, klar zu kommen. Aber an dieser Stelle möchte ich auch kurz sagen, dass die PEGI manchmal höhere Wertung vergibt als die USK. Damit habe ich kein Problem. Die sollen jede Wertung geben, die sie wollen. So, die sie für richtig erachten. Mhm. Hauptsache, sie schneiden das Spiel nicht. Und sie verändern es nicht. Mhm. Und deshalb bin ich dafür, dass man das dann halt hier abschafft und die PEGI hier reinholt und dass Eltern besser aufpassen. Okay, also kurz zusammengefasst, Jan will mehr Hakenkreuze. Nicht unbedingt. Gut, auf Ali, hast du noch ein? Ich kann eigentlich nur dem Jan zustimmen, da ich ja aus einem PEGI-Land komme, dass ich so gewohnt bin, dass ich unzensierte Sachen bekommen kann, mit einem höheren Siegel halt als die USK. Und mir stoßen dann vielleicht die Zensur und die beschnittenen Versionen in Deutschland eher sauer auf, weil ich das mehr als 20 Jahre lang nicht so gewohnt war und eher das PEGI-System. Es ärgert mich schon und ich importiere auch meistens die Spiele aus PEGI-Regionen dann, wenn ich sie will. Also wenn ich sie unzensiert will. Und ich bin der PEGI sehr positiv gegenüber und würde es gut finden, wenn sich Deutschland auch anpasst. Genau. Ja, ich glaube, das war unser Schlusswort. Das war ein bisschen ernstere Episode. Und es ist wirklich nicht leicht, darüber zu reden, weil erstens wissen wir nicht alles. Wir wissen nicht alles über das System, vor allem von der USK. Und wir wissen nicht, was die Publisher selbst machen an den Spielen und was nicht. Deshalb ist es nicht so einfach zu sagen. Aber wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch auch zu diesem Thema äußern würdet. Ja. Das ist sehr kontrovers. Definitiv. Und ja, der Thread steht euch frei, ihr könnt schreiben, was ihr wollt, außer was verfassungsfeindlich ist. Das wird sofort zensiert. Ja, und von mir dann ein Danke, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ihr schaltet dann auch beim nächsten Mal ein. Keine Verabschiedung. Das darfst du jetzt machen, ich bin jetzt fertig. Achso, okay, ja. Ich wollte noch kurz einen schönen Zuschauern bedanken und sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich habe jetzt auch in den letzten Wochen nochmal ein paar Beiträge gelesen, wo Leute wirklich irgendwie geschrieben haben, dass sie irgendwie ins Forum gekommen sind, weil sie, während sie Diablo 3 gezockt haben, die ganze Zeit den Mocast im Hintergrund gehört haben. Oder es gibt auch wirklich einige User, die wirklich auf diese Folgen warten. Das finde ich total besonders, weil das kann ich mir gleich vorstellen. Und ja, also bleibt dabei.
schreibt uns eine Nachricht und wir nehmen auch gerne auch mal Gäste irgendwie auf. Also wenn ihr Bock habt, mal dabei zu sein, schreibt uns ruhig an. Wir sind da schon offen. Michael? Ja, Michael? Hat mich auch wieder gefreut, dabei zu sein bei diesem sehr interessanten Thema. Ich würde allen Zuhörern raten, einfach zu achten drauf, was man spielt, und man ist ja selber intelligent und kann schon man kann schon einschätzen, ob das zu krass ist oder nicht, und vielleicht was der kleine Bruder spielt oder so, und ja, mal locker bleiben in der ganzen Angelegenheit. Und Finger weg von Drogen. Finger weg von Drogen und Poker spielen. Und vom Glücksspiel. Ja. Poker. Poker ist ganz schlecht. Diese Abhängigen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.